Sie arbeiten seit Wochen allein im Homeoffice und halten beim Einkaufen genügend Abstand. Ihre Hände waren schon wund vom ganzen Waschen und die Decke ist ihnen fast auf den Kopf gefallen. Sie haben ihre Leidenschaft für Sport wiederentdeckt oder zumindest fürs Kochen oder einfach nur fürs Essen. Sie müssen ihre Türen vorübergehend schließen und ihren Kindern selbst die Welt erklären, auch wenn sie die Welt manchmal selbst nicht mehr verstehen. Sie haben Videotelefonie kennengelernt und endlich begonnen, ein Instrument zu spielen. Sie alle sorgen dafür, dass es uns allen gut geht. Sie haben alle schon viel geleistet. Jetzt nicht nachlassen.